Kapitel 1: Installation der neuen Firmware und Prüfen des Gerätes mit der Service-Software. Die Installation der neuen Firmware ist ziemlich einfach. Es gibt eine Datei, die heißt genera.tor. Die wird auf die SD-RAM-Karte kopiert. Die SD-RAM-Karte wird in das Gerät geschoben. Wir sprechen hier bei der Firmware von der Version 1.05. Ab dieser Version hat das Gerät auch ein Serviceprogramm. Gut, wie installiere ich denn die neue Version der Firmware? Ich drücke hier auf die Load-Taste, während das Gerät eingeschaltet wird. Hier drücken, halten, einschalten. Ihr seht die LEDs flimmern. Und das Gerät rebootet. Die neue Firmware sollte nun eingespielt sein. Das können wir überprüfen, indem wir mit dem Page Encoder auf die letzte Page gehen und wir sehen System V105. So, dieses war der erste Streich. Ich schalte das Gerät nochmal aus. Wir können alle Schalter, Encoder prüfen mit dem Serviceprogramm, indem wir nun den Page Encoder drücken und das Gerät einschalten. So, und ihr seht nun hier System Check, ein RAM Check, funktioniert die CPU? Okay, ein Display Check, funktioniert das Display und wird es richtig angesteuert? Keys. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Encoder. Encoder 1, Encoder 2, Encoder 3, Encoder 4, Encoder 5. LEDs. SD-RAM-Card ist in Ordnung. Und es kommt ein kurzer Test-Sound. Press Key for Boot. Ich drücke nochmal. Dauert ein bisschen und er rebootet. Und wir können weitere Einstellungen am Degenerator vornehmen. Das war das erste Kapitel. So, kommen wir nun zu den Oszillatoren, wie versprochen. Also wenn das Gerät eingeschaltet wird, kommt das Tube-Um-Logo und ich bin im Presets-Browser. Dort kann ich die ganzen Sounds laden. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz, bevor wir dann zu den Oszillatoren kommen. Es funktioniert also. Jetzt nehme ich den Init-Sound, lade ihn. Der hört sich so an. Und schon gehen wir in das Oszillator-Menü. Beim Degenerator haben wir zwei Oszillatoren, nämlich Oszillator 1 und drücke ich nochmal auf die Taste, Oszillator 2. Oszillator 2 ist gerade ausgeschaltet, Oszillator 1 ist eingeschaltet und wir spielen einen Sägezahn. Zu den Degenerator-Oszillatoren muss man wissen, wir haben verschiedene Wellenformen. Einmal die eingebauten, sogenannten Inbuilt-Wellenformen, wie Sägezahn, Square, BWM, Triangle und so weiter und so fort. Und wir haben die User-Wellenformen. User-Wellenformen sind Wellenformen, die ihr selbst zeichnen und verändern könnt. Die lade ich folgendermaßen über die Taste, also erstmal gehe ich hier auf User, über die Taste Load, kann ich mir dann eine Wellenform aussuchen. Über die Bestätigung
habe ich diese Wellenform in den Oszillator geladen. Also nochmal, Load, Welle aussuchen, bestätigen, fertig. Gut, das zu den User-Wellenformen. Wir gehen jetzt aber erstmal zu den Inbuild-Wellenformen. Dort haben wir verschiedene Wellenformen. Ich scrolle bzw. spiele mal kurz an. Und wie ihr schon seht, verschiedene Wellenformen, die klingen erstmal so nach Sinus, aber über Parameter kann man noch Obertöne dazu mischen. Es ist ähnlich wie bei der PWM, bei der Pulsweitenmodulation. Ich mach's mal hier. Und ich habe sowas, was sich anhört wie ein Filter. Natürlich kann ich diese Parameter auch steuern in der Modulationsmatrix. Ich mache es einfach mal. Ich gehe in die Modulationsmatrix, sage LFO1, Position 3, LFO1 steuert Oszillator 1 Parameter mit dem Wert. Jetzt muss ich natürlich den LFO noch einstellen. So, kann ich natürlich auch mit dem Envelope 1 machen. Und das alles erstmal ohne Filter. Dieses, ich gehe jetzt nochmal auf den Oszillator, dieses geht zum Beispiel auch bei dem Vowel-Sound. Ohne die Parametersteuerung hört er sich dann so an. So, nehme ich wieder LFO 1. Ach, es geht schon wieder mit mir durch, verdammt nochmal. Okay, das nur zur Information. Also, das hat es mit den Parametern auf sich und es funktioniert nur mit den Inbuild-Wellenformen. Operator, mit Operator stellt man verschiedene Verzerrungsfunktionen ein, aber auch ein Mix zwischen dem Oszillator 1 und Oszillator 2. Heißt, in dem Fall, wo der Oszillator 2 eingeschaltet ist, ich nehme mal ein Sägezahn, Oszillator 1 hat einen Vowel, kann ich nun zwischen den beiden Wellen überblenden. Auch dieses ist selbstverständlich modulierbar. Dazu gehe ich in Oszillator Mix. Okay, ihr versteht, nehme ich an. So. Gehe wieder in das Oszillator-Menü und ändere mal User-Wellenform will ich jetzt nicht haben. So, Mix ist weg. Nein, ich gehe in die User-Wellenform und lade mal einen Sinus. Wie gesagt, jetzt habe ich hier den Sinus. Oszillator 2. User-Wellenform lade ich auch einen Sinus. Gut. Und nun habe ich die Möglichkeit, das bringt jetzt nicht viel zu synken, zu ringmodulieren.
wobei Mix die Stärke der Ringmodulation beeinflusst. Oder ich habe die Möglichkeit, XOR zu machen. Das hört sich ähnlich an, aber nicht ganz so. Das gleiche geht auch mit Bits oder Verzerrung. Verzerrung 0. Jetzt drehe ich langsam mal die Verzerrung der beiden Sinusschwingungen rein. Ich denke, zur Demo reicht das. So, jetzt stelle ich alles mal wieder auf normal. Was haben wir denn noch? Noise blendet einfach nur ein Noise in das Signal. Der Suboszillator arbeitet nur in Verbindung mit Oszillator 1. Ich kann über den vierten Encoder einstellen, Suboszillator Sinus minus eine Oktave, Sägezahn und Square minus eine Oktave oder Sinus, Sägezahn und Square minus zwei Oktaven. Wie hört es sich an? Dazu sollte ich mal vielleicht eine andere Wellenform nehmen. Ah. Gibt ein bisschen mehr Bassfundament. Zum Schluss Portamento. Okay, ich denke, ihr wisst, was das kann. Gut. Nun kommen wir noch mal zu den User-Wellenformen, wie gerade versprochen. Kann ich auf Userwellenform schalten und die bearbeiten. Also, ich gehe in diese Userwellenform, stelle hier User ein, sage Load, wähle mir jetzt ein Dreieck aus, sage nochmal Load und habe ein Dreieck. Klarer Fall. Was kann ich jetzt damit machen? Mit Cursor 1 habe ich die Möglichkeit, irgendeine Position in der Welle anzufahren und mit Cursor 2 kann ich die dann verändern. Wenn ich die Wellenform geändert habe, kann ich sie natürlich auch über Save speichern. Ihr seht in der Bank 1 für die Wellenform rote Symbole. Das heißt, die erste Bank ist komplett gesperrt. Man will ja auch Sounds weitergeben. Ich kann aber in der zweiten Bank, in der zweiten bis zur 100. Bank, kann ich meine Wellenform speichern. Ich nehme jetzt Bank 2. So, und sag, auf Position 1 will ich die Wellenform haben. Zack, habe ich sie da. Gehe ich aus diesem User-Wellenform-Editor wieder raus, über die rote Taste, sehe ich, die Wellenform ist gerade in Oszillator 1. Ich kann die gleiche Wellenform jetzt auch in Oszillator 2 laden. Ich gehe also in Oszillator 2, schalte ihn ein, sag User, Load, lade die Bank und habe sie auch in Oszillator 2. Über Mix blende ich beide über.
Okay. Gut, gehen wir noch mal zu Oszillator 1. Laden uns diese Wellenform noch mal. So, und ihr seht, ich habe noch verschiedene Möglichkeiten, die zu verändern. Natürlich, der Encoder 1 steuert die Position, Encoder 2 in X-Richtung, wie die Welle verändert werden soll, Encoder 3 in Y-Richtung. Aber ihr seht da ganz hinten noch Tools. Und mit Tools kann ich Folgendes machen. Ich kann zum Beispiel über die Welle einen Lowpass laufen lassen. Digital, Dell, aktiviert, also dieser Knopf, zack. Und ihr seht, die Ecken sind abgerundet. Ich kann das auch noch zwei, dreimal machen. So, und jetzt hört sich das ein bisschen dumpf an. Ich gehe auf Volumen und sag, okay, ich will mal ein bisschen mehr Volumen haben. Und wenn ich jetzt über 100% rauskomme, fängt er an zu klippen. Beziehungsweise da zu mirrorn. Okay, ihr versteht. Lowpass lasse ich wieder drüber laufen und werde jetzt die Funktion Clip nehmen. Wieder will ich die Welle. Und ihr seht, er mirrort nicht, sondern er klippt einfach oben. Auch ganz interessant. Dann kann ich wieder, was weiß ich, Bandsperre drüber laufen lassen. Und so weiter. Eine sehr interessante Funktion, ist eigentlich die beste Funktion, wenn man keine Lust hat, viel rumzufummeln und viel zu basteln, ist Randomize. Randomize funktioniert folgendermaßen. Es werden von einer Bank werden zwei Wellen kombiniert und ausgegeben. Ich mache es einfach mal. Was ist das? Gut, ich bin in Bank. Haha, ich bin in Bank 2. Da ist ja nur eine Wellenform. Ich muss also die Bank wechseln. So, Load, Bank 0, Load. So, jetzt nehme ich die Funktion Randomize. Nochmal, Randomize funktioniert so, ich wähle eine Bank an, wenn da 128 verschiedene Wellenformen sind, dann kombiniert er diese und erzeugt eine neue Wellenform. Wenn ihr natürlich eine Bank angewählt habt, wo nur zwei Wellenformen sind und der Rest ist leer, dann macht er gar nichts. Sollte man wissen. So, habe ich wieder eine Wellenform gefunden, die mir gefällt, kann ich diese wiederum abspeichern, nehme ich dann die nächste Bank, speichere diese Wellenform da ab und habe sie auch gleich im Oszillator. Okay, das war es erstmal zu den Wellenformen eingebaut und auch den User-Wellenformen. Als nächstes zeige ich euch, wie man das Gerät bzw. die Oszillatoren als Sample-Oszillatoren benutzt. So, nächstes Kapitel. Wie schalte ich den Degenerator denn so, oder wie stelle ich ihn so ein, dass ich mit ihm Samples aufnehmen bzw. auch abspielen kann? Dazu folgendes. Ich gehe in das Oszillator-Menü, habe hier den Mode-Knopf. Mode-Knopf in Wave-Stellung heißt, ich kann ganz normale Wellen abspielen. Mode-Knopf in Sample-Stellung heißt, ich kann Samples abspielen. Passiert aber noch nichts, weil wir natürlich kein Sample geladen haben. Ich habe ein Sample vorbereitet. Hinzuzufügen ist, wir haben einen Degenerator, der arbeitet mit 8-Bit und nicht mit 16 oder 32-Bit. Es ist ein Lo-Fi-Sampler, kein Hi-Fi-Sampler. Also, ich lade jetzt eine Wellenform mit der Taste Load und zwar SAM1, welche ich vorbereitet habe. Load. So, und diese kann ich sofort abspielen. Hello, hello, this is the degenerator sample test. Hello,
Hallo. 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 Welche Möglichkeiten habe ich? Im Oszillator-Menü habe ich diesmal Trigger, On-Off, Loop-Off, die Operatoren, Range, Tune, Mix, Noise, Keytrack. Okay, was ist anders bei den Samples im Gegensatz zu den normalen Wellenformen? Als erstes Trigger. On-Off heißt, dazu muss ich den Loop einschalten. Bei Trigger On wird der Loop von Anfang an gespielt, bei Trigger Off wird er irgendwo gespielt und wird nicht bei jedem Tastenanschlag neu von Anfang an gespielt. Ich zeige euch das mal. Sample Test. Hello. This is the Degenerator Sample Test. Hello. This is the Degenerator Sample. So, im Gegensatz zu Trigger On. Hello, 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 hello. Ihr hört den Unterschied. Einmal wird nur das Sample wiedergegeben, und zwar der Startpunkt, der läuft einfach mit. Beim zweiten Mal wird immer von einer definierten, also vom Anfang an gestartet. Loop On-Off ist klar. Hallo. Hallo, this is the Degenerator Sample Test. Und Schluss. Loop On. Hallo, this is the Degenerator Sample Test. Hallo, this is the Degenerator. Klarer Fall. Operatoren habe ich euch gesagt, ich kann zum Beispiel Oszillator 1 mit Oszillator 2 oder Sampler 1 mit Sampler 2 mixen. Ich kann ihn verzerren, wie ich das bei den normalen Wellenformen auch machen kann. Also Zweikanal, Sync, Ring, ich mache es einfach mal mit Verzerrung, damit ihr mal einen Eindruck habt, was man damit so machen kann. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Und Bit Reducing. Hallo, this is the Degenerator. Hallo, this is the Degenerator. Und was haben wir noch? Ja, Ringmodulation und so weiter und so fort. Könnt ihr auch machen. Dazu kommen wir eventuell später nochmal. Range ist genau wie gehabt. Hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Feintune. Hallo, hallo. Mix hatte ich euch vorher erklärt. Noise auch klar. Keytrack ist auch noch ganz interessant. Das gibt's auch noch im Sample-Mode. Keytrack on heißt, der Sample wird mit den Noten immer höher transponiert. Keytrack off. Da wird über die gesamte Tastatur das Sample in einer Geschwindigkeit wiedergegeben. Das ist zum Beispiel ganz interessant, wenn ich einen Drumloop habe, den ich mit gleicher Geschwindigkeit wiedergebe, aber mit einem zweiten Sound, was auch immer, halt noch transponieren will. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Was kann man mit dem Ding denn noch so machen? Also wie gesagt, ich habe Oszillator 1 und Oszillator 2. Oszillator 2 ist im Augenblick noch aus. Ich habe die Möglichkeit, in Oszillator 1 ein Sample zu laden und in Oszillator 2 ein anderes Sample. Oder eben das gleiche Sample. Es wird gedoubled. Hier Double steht da. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über zwei Oszillatoren das gleiche Sample zu laden. Jetzt kommt es aber. Jeweils ein Sample a 20 Sekunden. 18, 19 Sekunden. Normalerweise, wenn ich zwei verschiedene Samples lade, ein Sample hat 15 Sekunden, das andere kann nur 5 Sekunden haben, da wir ja nur einen Speicherbereich für 20 Sekunden haben. In dem speziellen Double Mode kann ich aber ein Sample, das 20 Sekunden ist, zweimal in beide Oszillatoren laden und es verstimmen und damit spielen halt. Wie hört es sich denn dann an? Aha, jetzt muss ich erstmal den Keytrack on machen. Keytrack on. So. Hallo. 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 So, ich stelle die Summe ein und mix. Hallo. This is the Degenerator Sample Test. Hallo. This is the Degenerator Sample Test. Hallo. Und Oszillator 2. Hallo. Stimmig. Hallo. This is the Degenerator Sample Test. Hallo. Hello. 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 This is the Degenerator. Okay,
Klingt ja erstmal ziemlich unspektakulär und jetzt geht's ans Eingemachte, Leute. Oszillator 1 und Oszillator 2 haben nun das gleiche Sample. Es ist ein bisschen verstimmt im Oszillator 2 und jetzt gehe ich in den Sample Editor. Dazu drücke ich einmal die rote Taste. So, und hier erscheint dann die Wellenform. Und was ich damit alles so anstellen kann, das zeige ich euch mal jetzt. Mute ist die Funktion, die das Sample oder ein Teil des Samples, was ich hier markiert habe, mute. Cut schneidet es weg. Reverse spielt es rückwärts. Loop ist die ganz normale Loop-Funktion. So, und dann machen wir mal Folgendes, damit ihr das auch mal hört. Hallo. 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 Hallo, hallo, hallo. Ihr hört, es sind, wir arbeiten ja mit zwei Sample-Oszillatoren, die gegeneinander etwas verstimmt sind. Deshalb kommen dieser Chor-ähnliche Effekt zustande. Hallo. Jetzt haben wir Sektor und Sektor-Loop. Im Gegensatz zu normalen Loop spielt Sektor Loop nur die markierten Wellenformen. Die normale Loop-Funktion spielt das ganze Sample bis zu dem Loop-Punkt und wiederholt dann den Loop-Punkt. Ich zeige euch mal den Unterschied. Hallo. Und jetzt Sektor L. Gut. So, und jetzt kann ich noch ein bisschen. Und ihr hört schon? Ist es die, 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 ist es die. Man kann damit eine ganze Menge machen. So, okay, zeige ich euch noch ein bisschen mehr. Über die Modulationsmatrix kann ich jetzt natürlich auch mal Envelope 2 auf Oszillator Cutoff. Wo haben wir ihn? Mix ist doch da. We'll be right back.
offenbar, Entschuldigung, ich hoffe, ihr habt mal einen Eindruck gekriegt, was man damit alles so machen kann. Und das ist nur mit einem kleinen Sample gewesen. So, jetzt zeige ich euch, was noch alles möglich ist. Also, Samples einladen kann ich über die SD-RAM-Karte oder auch über das Rekordmenü. Ganz einfach, ich wähle das Rekordmenü auf, spreche dann da einfach ein bisschen lauter rein. So, und kann dieses Sample sofort benutzen. Wenn ich ins Oszillator-Menü gehe, sieht man das Sample. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dieses Sample direkt zu bearbeiten, indem ich hier diese störenden Sachen erstmal rausschneide, mit Cut zum Beispiel. Zack. Okay, das ist eine Sache. Es gibt verschiedene Funktionen in dem Sample-Record-Menü. Threshold in Verbindung mit dem Record-Mode. Key heißt, ich drücke drauf, er nimmt auf. Threshold sagt, ich schalte ihn scharf. Ab einem bestimmten Threshold startet die Aufnahme. Damit unterdrückt man zum Beispiel dieses Knopfklickern. Note. Ich kann also, wenn ich hier Record mache und dann eine MIDI-Note drücke, ich mache das jetzt mal, jetzt drücke ich die MIDI-Note nochmal. Jetzt drücke ich die MIDI-Note und solange ich die MIDI-Note gedrückt halte, nimmt er auf. Lasse ich die MIDI-Note los, ist vorbei. Jetzt drücke ich die MIDI-Note und solange ich die MIDI-Note gedrückt halte, nimmt er auf. Lasse ich die MIDI-Note los, ist vorbei. Wie gesagt, okay, editieren kann ich auch durch einen Druck auf den Page Encoder und dort habe ich wieder die Möglichkeiten, Loops zu setzen, alles wegzuschneiden, zu reversieren und so weiter und so fort. Cut. Jetzt drücke ich die Note und so weiter und so fort. Bei der Aufnahme sollte man natürlich schauen, dass die Aussteuerung maximal ausgereizt wird, denn je leiser das Signal ist, desto mehr hört man das Rauschen. Gut. Na, wo ist er? So, wir gehen wieder zurück. Ich lade den Init-Sound und zeige euch jetzt auch, dass man pro Oszillator unterschiedliche Samples laden kann. Oszillator 1 stelle ich in den Sample-Mode. Wenn ich auf 0 auf Off gehe und dann auf Sample-Mode, wird das Sample, was schon drin ist, gelöscht. Nicht gelöscht, sondern einfach nicht geladen in den Oszillator 1. Nun kann ich ein Sample in den Oszillator 1 laden. So, hören wir mal, was es ist. Hello, this is the D-Generator Sample Test. Okay, das ist das. In Oszillator 2, den stelle ich diesmal nicht auf Dub, sondern auf Sample und sage Load. Und habe dann gerade eben Weg 2, genau, Load. Ich stelle beide Oszillatoren über Summe auf 64. 1, 2, 3, 4, 5. Beide Samples liegen übereinander, über 2 Kanal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ihr hört, ein Sample links, das andere Sample rechts. Nun habe ich auch die Möglichkeit, beide Samples unterschiedlich zu loopen. Das zeige ich euch auch nochmal. So. Das ist Sample 1. Ich werde jetzt einfach mal einen Hallo-Loop hier machen.
Okay, und jetzt gehe ich in Oszillator 2. So, markiere den. Loope ihn mit Sektor L. Das war erstmal eine kurze Demonstration, wie das mit den Samples funktioniert. Thank you.